Wir sind heute in der Kommunadresse in Medellin, Kolumbien unterwegs. Hier zu leben war die Hölle auf Erden. Tiefste Armut, Zwangsverschleppung, Rekrutierung von Kindern, die aus der Not heraus zu Auftragskillern wurden, und eine Regierung, die ratlos daneben stand. Wie aus dem Inferno ein Touristentummel entstand, an dem die Bewohner von heute profitieren und endlich ein besseres Leben führen können, das haben wir in diesem Video untersucht. Als erstes sind wir mit der Metrobahn bis zur Haltestelle San Javier gefahren. Dort haben wir einen der grünen Busse genommen, um hinauf in den Stadtteil der Kommune Trece zu gelangen. Als wir das frische Fleisch in der Vitrine des Metzgers sahen, bekamen wir Appetit. Im blitzsauberen Restaurant nebenan aßen wir kurzfristig zu Mittag. Dann begannen wir gestärkt und guten Mutes unseren Ausflug in die Kommune Trece. Was wir da alles zu sehen bekamen, war schlicht und ergreifend genial. Es lief aber nicht immer so harmonisch, wie man es hier gerade sieht. Zwischen 1980 und 1990 wurde die Stadt Medellin zum Ziel von Kräften, die auf der Suche nach politischer Akzeptanz waren. Drogenhändler und bewaffnete Akteure versuchten, die Macht zu übernehmen, dort, wo der Staat nicht in der Lage war. Aufgrund der geografischen Lage der Kommune 13 wurde dieser Stadtteil zu einem Bezugspunkt verschiedener Bewegungen, die erfolgreich waren, in Teilen der Stadt die Macht zu übernehmen. Die FARC, Paramilitärs und kriminelle Banden standen sich gegenüber und schossen aufeinander. Die Einwohner, die am meisten von der Armut betroffen waren, fühlten sich verlassen und sie flüchteten in die Selbstverteidigung. Die Bürger standen zwischen den Fronten und das kostete Menschenleben. Hunderte von Menschen verloren ihr Leben während dieser Zeit. Schließlich schritt der Staat ein und unternahm die Operation Orion. Am 16. Oktober 2002 fand die größte Polizeiaktion in der Geschichte Kolumbiens statt. Daran war auch das Militär beteiligt und am Ende waren die Fronten geklärt. Jetzt wusste jeder, wer das Sagen hatte. Die Menschen waren zwar befreit, aber die Armut war immer noch unerträglich. Es sollte noch Jahre dauern, bis das sich ändern konnte. Das Resultat der Operation Orion war eine gewisse Befreiung von der immensen Gewalt. Aber der wirtschaftliche Erfolg der Menschen in der Kommune Trece
begann erst nach vielen Jahren der Experimente. Und das über soziale Programme und Ideen, bei der die Lokalpolitiker der Stadt Medellin eine wichtige Rolle spielten. Dennoch gab es Widerstand und der musste erst überwunden werden. Hip-Hop war eine Bewegung, die den gewaltlosen Kampf unter den Jüngeren förderte, und zwar durch die vier Ausdrucksformen der Kultur: Musik, Graffiti, Breakdance und DJ. Obwohl viele von ihnen durch die Gewalt zum Schweigen gebracht wurden, die nach dem offiziellen Diskurs nach den Militäroperationen beendet wurde, war sie eine der Keimzellen für die künstlerische Atmosphäre, die man so kunterbunt in der Kommune Trece allzeit findet. Langsam ging es zwar vorwärts, aber es dauerte noch fast 10 Jahre, bis der Tourismus, der heute zu sehen ist, einen dauerhaften Erfolg hatte. Heute ist die Armut zwar noch nicht komplett besiegt, denn viele der Geschäfte, die wir hier sehen, werden von Unternehmen außerhalb der Kommune betrieben. Aber zumindest der Frieden ist jetzt hier eingekehrt. Und die Kommune Trece hat es geschafft, vom gefährlichsten Stadtteil Südamerikas zur berühmtesten Tourismusattraktion zu werden. Und das an sich ist einzigartig. Also wenn ihr einmal nach Medellin kommt, dann dürft ihr nicht vergessen, diesen wunderbaren Stadtteil zu besuchen. Dadurch schafft ihr nicht nur Freude bei euch selbst, sondern ihr tragt auch dazu bei, Tausenden von Menschen zu helfen, damit sie im Alltag überleben können. Diese Leute hier haben es, weiß Gott, verdient.